Ja, dieses Spiel speichert automatisch. Ja, bitte beenden Sie das Spiel nicht, bla bla bla, während dieses Symbol ist. Ein Square Enix-Spiel ist es. Mein nächstes Let's Play. Was parallel zu Division 2 laufen soll. Und ich denke, der ein oder andere wird es vielleicht schon an der Musik erkannt haben. Es ist Life is Strange. Ich habe lange Zeit überlegt, ob ich bei diesem Spiel die Musik anlasse. Es ist ja immer so eine Sache, wenn man sich erkundigt, rechtlich erkundigt über ein Let's Play, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, dann kommt ganz oft, Musik ist schwierig, weil oft die Herausgeber dieses Spiels die Musik nur lizenziert haben für dieses Spiel und von daher sich Probleme, rechtliche Probleme, Copyright-Probleme sich ergeben können, wenn man die Musik anlässt in einem Let's Play. So. Ich habe mich trotzdem, weil die Musik ein ganz großes Stück von der Atmosphäre von Life is Strange ausmacht, dazu entschlossen, die Musik anzulassen und hoffe, dass ich es nicht bereuen werde, weil ich denke, ich habe ja noch nicht so viele Views. Ich habe ja gerade erst mal vor, ja, man kann sagen, jetzt 2 Wochen gestartet. Und von daher denke ich, dass es wahrscheinlich aufgrund des kommerziell uninteressanten Faktors egal ist, wenn ich die Musik anlasse. Ich hoffe es einfach mal. So, warum Life is Strange? Also ich habe das Life is Strange 1, was ja quasi nach Before the Storm spielt, gespielt und fand das ein total tolles Spiel. Ich fand die Thematik total toll umgesetzt. Es ist sehr emotionelles Spiel, was auch Fragen aufwirft, weil man da doch sehr wichtige Entscheidungen treffen muss. Und man sich doch immer wieder fragt, wie hätte ich denn oder was hätte ich denn in der Situation jetzt in real life gemacht, ne? Und oder habe ich mich da richtig entschieden? Würde ich mich anentscheiden? Also es ist etwas, wo man, wenn man anschließend ins Bett geht, immer noch drüber nachdenkt. Und das fand ich ganz toll in diesem Spiel. Und deswegen habe ich mir gedacht, als ich gesehen habe, dass Life is Strange 2 gibt, als ich gesehen habe, worum es bei Life is Strange 2 ging, habe ich mir einfach gedacht, boah, du musst wieder Life is Strange spielen. Und deswegen ist das jetzt das dritte Spiel, was quasi auf meinem Channel erstmal erscheinen wird, neben Planet Coaster, was ja vor 2,5 Wochen ja quasi das Thema war, wo es ja in erster Linie für mich darum ging, eben meine Sachen, die ich baue, zu präsentieren, zu erklären und natürlich diese Videos auch entsprechend im Workshop zugänglich zu machen. Das war der Hauptgedanke. Es ging gar nicht so darum, jetzt hier wirklich was für Let's Player sozusagen, für Viewer zu machen. Das war irgendwo so der Anfangsgedanke und dann kam der Gedanke, macht eigentlich Spaß, das geht eigentlich recht gut von der Hand. Dann machst du jetzt auch noch ein Let's Play und da war die Idee, Division 2 ist neu, geiles Let's Play, machen wir Multiplayer Let's Play, wir spielen es oder so jeden Freitag, warum nicht dabei aufnehmen? Ja, hat sich ja auch gelohnt, das haben ja tatsächlich Leute reingeklickt, finde ich ganz toll, danke auch an die Abonnenten an dieser Stelle, die ersten Abonnenten, die ich habe, hat mich gefreut, wie sonst, was muss ich echt sagen, ich bin hier ausgetickt, als ich gesehen habe, jemand hat mich abonniert, also danke für die Abos und und dann habe ich eben halt überlegt, was du noch gerne spielen und Life is Strange ist mir da direkt eingefallen, ich gesehen habe, 2 ist raus und habe dann auch gesehen, hab dann auch ein Let's Play geguckt, hab dann gesehen, okay, da kommen Sachen drin vor, wenn wir vorher die anderen Spiele gespielt haben, dann reagiert das Spiel auch da drauf und es gibt teilweise Story-Inhalte, die sich da überschneiden und da habe ich gedacht, so, nee, dort spielst du jetzt nicht Life is Strange 2, dann fängst du erstmal mit der nächsten Folge an, Life is Strange Before the Storm, was ja vor dem ersten Teil jetzt quasi spielt. Und ich hoffe, euch gefällt es und ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, wenn ich da reingucke und jetzt das Spiel spiele. Starten wir! Drücke irgendeine Taste. So, Einstellungen. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas einstellen müssen. Ich habe schon gehört, dass dass der Fachbegriff für solche Let's Plays Blind Let's Play ist, weil man einfach in ein Spiel reinschaut, ohne es vorher großartig sich angeschaut zu haben, sondern einfach drauf losspielt, so wie man ja, es eigentlich tatsächlich spielen würde.
machen wir ein Blind Let's Play Life is Strange Before the Storm. Starten wir in die Episode 1. Erwacht. Ja. Ah, Episode beginnen. Für alle Blinden unter uns peinlich. So. Ich finde das ja schon unheimlich atmosphärisch, immer diese handgezeichneten Sachen. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spieler Entscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum aus. Also, choose wisely. Der erste Teil ist für mich, glaube ich, jetzt 2 Jahre her. Also von daher, ich muss selber jetzt auch mich wieder ein bisschen in die Story reindenken. Vielleicht genau der richtige Punkt, bevor das Song zu spielen. Aber die Szene kennen wir schon aus dem ersten Teil. Don't try this at home, folks. Die Züge in Amerika, dadurch, dass die so ellenlang sind, fahren deutlich langsamer als die Züge in Deutschland. Also tut es nicht in Deutschland. Mama würde mich umbringen, wenn sie wüsste, dass ich hier bin. Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Verwende WASD, um dich zu bestätigen, da wären wir ja nie drauf gekommen. Aha, zurückgehen kann ich nicht. Na, beweg dich. Die Figur ist mal gesperrt. Man konnte doch irgendwo. Na, ich dachte, man konnte irgendwo laufen, aber ich komme nicht drauf. So, Zaun! Warning, do not enter hazardous conditions exists. No pressing private properties. Nähere dich dem Zaun, halte die linke Maustaste gedrückt und drücke S, um rüber zu springen. Okay. Warte da und ich könnte mir jetzt auch erstmal ansehen. No trespassing? No way. Ja. Kein unbefugtes Betreten, nie im Leben. Yeah! Ich rocke. Holy shit. Ja, das ist wirklich nice. Eine schöne Location für eine Party, zugegebenermaßen. Hätte ich auch gemacht. Bei mir wären es eher eine Techno-Party in dem Alter gewesen. Also, wenn ich rein will, muss ich durch die Tür. Okay. Wahrscheinlich kann man hier wieder mal. Die stehen nur hier rum, um den Weg zu blockieren. Also wird man hier nichts können. Also, ich bin ja jemand. Ah, man kann doch laufen. Ich wollte doch sagen, man kann laufen. Mit Shift hat eben nicht funktioniert. Warum auch immer. Papierschnipsel. Also Chua 5:3, Goldie 3:1, Steak $1,000, Lose $1,000, Raymond Merritt oder so ähnlich. Kann man schlecht lesen. Damon Merrick, okay. Einsatz $1,000, Verlust $1,000. Das sieht aus wie eine Wette. Nehmen kann ich es aber nicht, ne? Nein. Die sollten sich ein Zimmer nehmen. Ne? Das sieht aber eher aus, als wollten sie sich kein Zimmer nehmen, sondern sich ordentlich verprügeln. Ja, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Tipp, solange ihr nicht größer, muskulöser seid als die zwei, die sich prügeln, haltet euch einfach fern. Ja, die Welt wird mal im Feuer enden. Ja, wir wissen es ja besser.
Aber würde komplett durchdrehen, wenn sie wüsste, dass ich hier bin. Okay. Der Text ist ein bisschen zu schnell. Was für ein zwielichtiger Laden. Ein altes, verlassenes Gebäude mitten im Nirgendwo. Weit weg von zu Hause. Far, far away from home. Zu Hause, stimmt. Deswegen bin ich ja hier. Alles ist besser als zu Hause. Ich hoffe, dass meine Kinder nicht mal so denken werden. Aber trotzdem eine geile Location. Ich werde, aber wie gesagt, eher der Techno-Party da veranstaltet. Nichts gegen Rock, nicht falsch verstehen. Ich höre viel Rockmusik, höre ich auch. Es ist immer ganz, ganz interessant, dass ja Leute, die auf Techno stehen, dann meistens auch auf Rock stehen. Also Moby ist so ein ganz prominentes Beispiel. Ne? Der ist ja ganz berühmt für seine House-Tracks und auf der anderen Seite hat er ja auch gleichzeitig eine Punk-Band. Also von da her, also wie man sieht, es beißt sich nicht. Ja, aber die Sequenz ist jetzt gerade, denke ich mal, ausgelutscht genug. Wir können weiterspielen, hoffe ich. Ah, man muss extra Space Drink zu verlassen. Ich höre schon die ganzen Leute jetzt an. Noob! Der Wohnwagen bettelt um etwas Straßenkunst. Aber wenn ich es hier mache, wird mich jemand sehen. Ich dachte, sie ist fotografiert. Hatte ich zumindest so in Erinnerung. War es nicht Fotografie? Das ist ja auch eine blöde Idee, muss man ja einfach ansehen. Nein, das gibt Ärger, wenn wir jetzt da ein Graffiti drauf machen, definitiv. Schon längst, weil die beiden uns ja auch gesehen haben. In den Laden hat sich über die Jahre jede Menge Müll angesammelt. Ich werde jetzt diese Runde noch zu Ende spielen. Ein zweiter Eingang, so nah und doch so fern. Ja, das stimmt wohl. Man kommt trotzdem nicht rein. Diese Band rockt so hart. Ich muss da rein. Naja. Hart finde ich ist was anderes. Korn ist hart. Korn ist hart. Und ich glaube, es gibt noch härteres. Ich würde einer Biker-Gang beitreten, wenn ich Freunde hätte. Die Story wirklich jetzt ein bisschen falsch in Erinnerung? Ich dachte irgendwie... Nicht sagt harter Typ so sehr wie ein Blumenmuster. Nein, das zeigt einfach nur, dass man beides ist. Hart und zart. Ein alter Langholzwagen. Muss Jahre her sein, dass hier jemand gearbeitet hat. Ist das wirklich ein Langholzwagen? Ja, es ist ein Langholzwagen. Die Säge sieht antik aus. Ich frage mich, wann die Mühle geschlossen wurde. Sieht eigentlich auch nicht wirklich aus wie eine Säge, die... Es ist eine Säge, ist mir klar, aber wirklich eine Säge, die man benutzen würde in einem Sägewerk. Aber gut. Vielleicht ist das in Amerika anders. Ich muss rauskriegen, wie ich an den Typen vorbeikomme. Bezahlen in den meisten Fällen. Kann ich dir helfen? Du musst mich reinlassen. Sieh dir meinen Ausweis an. Völlig echt. Keine schlechte Fälschung, Kleine. Aber das hier ist zu hoch für dich. Tu dir selbst einen Gefallen und verzieh dich. Kann mich nicht rumschubsen lassen. Soll ich zurückgehen und ihm Paroli bieten? Oder gibt es hier in der Gegend etwas, was ihn überzeugen kann? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig genug mitgelesen und schnell genug wiedergegeben. Weil der Text scrollt definitiv ein wenig zu schnell. So, es war ja noch ein Dialog freigeschaltet, hat er ja gerade angezeigt. Gucken, vielleicht kommen wir jetzt hier. Nein. Sollte wohl versuchen, ihn nicht negativ aufzufallen. Tja. Das Einzige, was wir letztendlich machen können, ist ihm nochmal ansprechen. Oder habe ich irgendwas übersehen?
Das wäre jetzt aber peinlich. Ne? Wir spielen gerade mal erst ein paar Minuten und hängen schon. Gut, ich könnte natürlich das Graffiti machen. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das gut ankommt. Oh, Benzinkanister haben wir übersehen. Brandschutz zählt hier nicht zu den Prioritäten. Ja, die haben 100 Pro mit dem Sprit das Feuer erst angemacht, so wie das lodert. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Na gut, sprechen wir nochmal mit ihm. Bleibt ja nichts anderes übrig. Gott, schon wieder? Was willst du, Kleiner? Okay, was haben wir denn jetzt? Lass mich rein, und zwar sofort. Die Mühle, dein Motorrad, weggehen. Also, lass mich rein, aber sofort. Das ist ja so, wir legen uns mit den Typen an. Ich glaube nicht, dass der als Rausschmeißer sich so einfach das gefallen lassen würde. Ich gucke gerade, neben mir sitzt meine Tochter. Ich gucke sie gerade an und sage so, was denkst du? Nee. So. Die Mühle, das ist so ein bisschen Smalltalk. Dein Motorrad, da gehe ich auf ihn ein. Und es ist ja immer gut zu schleimen, auch wenn ich kein Fan davon bin. Und weggehen hat ja nichts gebracht. Also ich wäre jetzt für dein Motorrad. Alle er nickt. Ist das dein Motorrad darüber? Da drüben? Yep. Es ist echt cool. Wow, danke. War das alles? Okay, das hat jetzt nicht wirklich was gebracht, außer dass wir ihm vielleicht etwas sympathischer sind. Versuchen wir es mit einem Smalltalk. Das hier ist die alte Sägemühle, oder? Ich habe gehört, Firewalk spielen heute hier. Die sind super. Nö. Machst du Witze? Du gehst besser wieder. Also ich liebe ja solche Spiele, die ja eigentlich im Prinzip schon von vornherein ja planen, dass du bestimmte Antworten geben musst. Ja, weil lass mich rein und zwar sofort, das war, hätte man ja auch direkt sagen können, ne? So ungefähr. Richtiger macht es diesen Spruch allerdings nicht. Und einfach weggehen, wir können natürlich das versuchen, aber es wird wahrscheinlich nichts bringen. Vergesst es. Genau, geh weiter. Ja gut, jetzt hat er uns provoziert. Zugegebenermaßen. Aber wir können verflucht nochmal hier nichts anderes machen. Außer was? Außer das Graffiti, genau. Und das glaube ich irgendwie nicht, dass uns das in irgendeiner Form weiterhilft. Müssen wir echt das Graffiti machen? It's fucking unbelievable. Das kann. Das wird wahrscheinlich die richtige Antwort sein, aber. Ich versuch's nochmal. Gott, schon wieder. Was willst du, Kleine? Jetzt ist er schon genervt. Oh, eine Widerworte-Herausforderung begonnen. Space, um fortzufahren. Ich muss diesen Türstopper überzeugen, dass ich nicht aufgehe, bis er mich reinlässt. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Na herrlich. Kannst du dich gar nicht mehr daran erinnern, wie es ist, ein Teenager zu sein? Ich dachte, das hätten wir schon diskutiert. Deine Schlafenzeit steht doch schon an, oder? Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Okay, Schlafenzeit. Deine Schlafenzeit. Keine Schlafenzeit. Tu mir den Gefallen. Deine Schlafenzeit? Ja, komm. Solltest du nicht längst im Bett sein? Echt niedlich. Ich weiß trotzdem nicht, wer du bist. Achte wieder auf die Worte deines Gegenspielers. Niedlich. Gut, das hätten sie jetzt gar nicht so highlighten brauchen. So blöd sind wir dann doch nicht. Niedlich
ist nicht niedlich, ist relativ. Wem tut's weh? Niedlich ist. Was soll niedlich ist nicht heißen? Niedlich ist relativ. Die macht so dermaßen keinen Sinn, dass ich die nehme. Guck mich an. Sehe ich niedlich aus oder eher, als würde ich dir gleich in den Hintern treten? Okay, Kleine, ich hab's kapiert. Du bist tough. Okay. Das hier ist kein Spielplatz. Na gut, ich schleiche mich rein. Ich bin nicht kleiner. Ich finde das mit dem Spielplatz gut. Nicht nur, weil es gehighlightet ist. Vielleicht bin ich eine Kleine, denn der Laden hier sieht aus wie ein verdammter Spielplatz. Ein Mädchen wie dich kann ich da drinnen nicht beschützen. Ein Mädchen wie ich, da bin ich nicht besorgt. Blumen auf deinem Motorrad. Ich finde, die Blumen sollten wir erwähnen. Ein Mädel wie du mit schicken Blümchen auf ihrem Motorrad sollte mir nicht erzählen, was ich tun kann. Das ist ein traditionelles, harmonisches... Hör zu, mein Boss entscheidet, wer reinkommt, okay? Bosse sind scheiße. Scheiße auf den Typen und die Regeln, Mann. Du nimmst Nein nicht als Antwort hin, oder? Nee. Und du glaubst echt, du kannst es mit mir aufnehmen? Ja. Was, wenn ich ein Messer hätte? Kein Problem. Eine Pistole? Wäre kein Problem. Was, wenn ich... Du könntest einen Flammenwerfer und einen beschissenen Drachen an der Leine. Und ich würde dich trotzdem platt machen. Sag ich mal. Ich gebe auf. Du bist in Ordnung. Kleine, geh rein. Also, die Sieger hat, glaube ich, noch mehr aufgeführt. Aber das war jetzt so schnell. Mal ganz ehrlich. Aber ich glaube, der Sinn hat es ja getroffen. Da ist der Vogel wieder. Das ist cool. Vogel. Okay, sieht ein bisschen aus wie ein Hühnchen, zugegebenermaßen. Das ist so aufregend. Scheiße. Der Lea, bei Fuß. Oh wei. Niedlicher Hund. Okay, die Augen von dem Hirsch sind, zombiehalb. Stream, don't touch my soul with dirty hands. Ja, finde ich ein guter Spruch. Ist aber leer, die Bude, oder? Also, wenn meine Party so leer wäre, ja, dann würde ich jeden reinlassen. Folge einfach den Lichtern und der Musik. Ich kann es kaum erwarten, abzurocken. Tja. Dieser Hund ist echt wild. Na, streichen wir nicht hin. Die Pitbulls sind unberechenbar. Werd wieder nüchtern, Mädel. Du verpasst die Show. Das stimmt wohl. Ist hier noch irgendwas? Nein. Graffiti. Damon Merrick schon wieder. Wer ist der Typ? Ah, das war doch von diesem Schuldschein. Ne? Die Handbremse scheint das einzige zu sein, was den Wagen davon abhält, die Rampe runterzurollen. Ich vermute, das wird noch wichtig. Das Shirt ist abgefahren. Firewalk. Nee, das nehmen wir bestimmt nicht. Klauen wir nicht. Verkauft der Typ Merchandise? Hätte ich bloß Kohle. Na, versuchen wir mal zu reden. Der redet nicht mit uns. Hey, verkaufst du... Was? $20 für ein T-Shirt. Das ist ziemlich teuer. Naja, das ist wirklich teuer. Ein Messer? Du hast ein Messer, genau das gleiche wollte ich mir meiner Mama nicht zum Geburtstag schenken, ja? Tja, wer kann das verübeln? Ein zwielichtiger Typ? Die Zentrale der Zwielichtigen. Naja, gut. Ein kaltes Bier, ganz unbewacht? Bier ist nie so ganz unbewacht. Erinnert mich an die Art, auf die ich wichtige Entscheidungen treffe. Steh voll. Ja, das stimmt voll. Nein, danke. Ich versuche Hepatitis zu vermeiden, wo ich nur kann. Und Drogen hoffe ich doch auch. Ich
Ich hoffe doch auch Drogen. Frank Bowers, was macht der hier? Klingt so, als ob sie den nicht leiden könnte. Aber trotzdem können wir mit ihm quatschen. Relaxtes Mädchen. Wie kannst du nur so chillen, wenn Firewalk im Raum nebenan voll abgehen? Ja, vielleicht kennst du Firewalk nicht. Die Hälfte der Stufen sind morsch, sieht heikel aus. Okay. Warum geht sie die Treppe nicht hoch? Dafür sind wir doch hier. Weil sie morsch ist. Voll sinnig gerade. Also doch reden. Yo, Frank! Hey, chilling! Chloe, ich weiß, wie du heißt, Idiotin. Du hast ein Jahr lang jeden Monat Gras von mir gekauft. Wie sich einer das Outfit an? Nieten, du bemühst dich zu sehr. Was machst du eigentlich hier? Ich will mir Firework ansehen, Mann. Die rocken. Wie hast du überhaupt von der Party gehört? Im Internet. Wie denn sonst? Im Ernst? Dämliche Kinder. Kommst du öfters her? Also, kommst du auch her, oder? Ja. Yeah. Klar, das ist cool. Ich bin überglücklich, dass du dem zustimmst. Gras wollen wir nicht, also sagen wir bis später. Was auch immer. Tja. Ein Sägeblatt. Überall Graffiti. Ich glaube, die haben eine Stelle übersehen. Da machen wir eine Graffiti dort. Das bietet sich doch gerade an. Ich hoffe, sie ist kreativ. Das böse Augen drehen. Drehen finde ich cool. Hätte ehrlich gesagt jetzt gerade was Kreatives erwartet. Das Tagebuch. Aha. Max, du weißt, dass ich nicht mehr oft zur Schule gehe, so wie du nicht mehr oft mit mir sprichst. Lustige Geschichte, mir fiel keine gute Ausrede ein. Also habe ich es gelassen. Ich tauchte einfach nicht auf. Und es war okay. Niemand hat irgendetwas zu mir gesagt. Verrückt, oder? Es ist, als sei ich auf einmal unbesiegbar. Vielleicht ist das der Vorteil daran, das Mädchen mit dem toten Vater zu sein. Keiner weiß, was mit mir zu tun ist. Also sind alle erleichtert, wenn ich zu Hause bleibe. Hätte ich das doch bloß eher rausgefunden. Denk nur an all die verschwendete Schulzeit. PS, ich habe an Pris aus Blade Runner gedacht, als ich mir das letzte Mal die Perle geputzt habe. Das klingt jetzt irgendwie verkehrt. Die meint doch jetzt nicht das, was ich meine. Aber, na gut. Anfangs dachte ich an Deckard. Wird nicht besser. Und wie heiß er ist. Aber dann hat Pris ihm die Show gestohlen. Egal, bedeutet vermutlich nichts. Ich glaube, ich will bloß ihren Pony. Chloe, das Elektroschaf. Das klingt irgendwie furchtbar verkehrt. Aber wir sind jetzt mit Seite 3 angefangen. Gucken wir mal Seite 1. Liebe Max, Papa hat mir das hier gekauft, als ich mich beschwerte, dass ich eine E-Mail verschicken wollte und das Internet nicht funktionierte. Und heute dachte ich, hey, vielleicht wird es Zeit, dass ich Max schreibe. Das Komische ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil wir seit 3 Monaten nicht miteinander gesprochen haben. Trotz all meiner Anrufe, Nachrichten und nicht, dass ich deswegen sauer wäre oder so. Scheiße, das werde ich doch nicht abschicken, oder? Chloe, die Entfreundete. Max, das hier ist schon besser. Hier kann ich dir schreiben, ohne dass ich mich fragen oder sorgen
muss, ob du mir je antworten wirst. Vielleicht, wenn du eines Tages zurückkommst und dich dafür entschuldigst, mich komplett vergessen zu haben und wir uns wieder vertragen. Vielleicht zeige ich dir das hier dann und wir können es lesen und darüber lachen. Jetzt bin ich total verkehrt. Jetzt merke ich das aber erst. Die Chloe, das ist doch diejenige, also nicht die, die zurück in die Stadt kommt, sondern es war ja die andere. So, und ich habe die jetzt echt verwechselt, weil hatte die nicht lange Haare im ersten Teil? Ich weiß es nicht. Und ihre Freundin war doch die mit den kurzen Haaren. Und die fotografierte. Und ja, also von daher, sorry. Aber wie gesagt, ist auch schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. So, oder vielleicht beschließe ich, dass Tagebuch Max viel cooler als die echte ist und du lebst eben für immer hier drin als meine imaginäre, frühere, derzeitige beste Brieffreundin. Die Zeit wird es zeigen. Chloe, die Tagebuchchefin. Alles klar, was gibt es hier noch? Hier können wir uns die Rollen angucken. Genau, das waren die Eltern. Frank war der Drogenverkäufer. Max, das war ihre beste Freundin. Genau, das ist die, die fotografiert. William ist der Vater gewesen. Ich erspare uns jetzt mal, dass ich das hier uns alles angucke. Was hat sie denn so mit ihrer Mutter getextet? Wie ist die Reihenfolge von 56? Von oben nach unten. Isst du mit uns zu Abend? Nein, danke. Kommst du irgendwann heute nach Hause? Ich vermute auch, nein, danke. Elliot. Das ist wirklich, ja. Unten ist das aktuell jetzt doch definitiv. Spanisch-Test war scheiße. Ei, caramba. Dem bestehe ich nur mit Glück. Oh. Lucinto. Nein, ich glaube, es war okay. Cool. Was machst du? Nicht viel, ich habe nachher was vor. Oh, okay. Sehr kreative Texte, die sie da auf sich einander schreiben. Frank. Dein Mist ist hier. Ich denke, er meint das Gras. Yeah. Bin pleite, sorry. Dein Verlust. Du kannst es einen Tag für mich aufbewahren. Kann ich das? Ich bin dein Lieblingskunde. Bist du das? Frank, hast du was? Du schuldest mir noch was. Verhaust du mich dafür? Super, mach nur Witze per SMS darüber. Du vertickst mit dem Handy Drogen. Egal, komm schon, es ist 420. Ich treffe dich, wenn du mein Geld hast. Muss absagen. Okay. Klar. Pleite halb. So, das ist ein längerer Text. Es tut mir so leid, ich war nachlässig mit E-Mails. SMS funktioniert für mich eh besser. Hi, es ist Max. Wie geht's? Bist du da? Oh je, tut mir leid, wieder. Ich hab viel zu tun. Seattle würde dir gefallen. Mehr dazu später. Cool. Vielleicht fahre ich demnächst bei Anhalter. Hey, Hippie. Es tut mir so leid. Vielleicht sollten wir eine Zeit festlegen, um zu telefonieren. Kein Ding. Ich sehe in meinen Kalender nach. Es ist 19 Uhr Arcadia Bay. Was ist in Seattle? 2019? Ich weiß, vielleicht dieses Wochenende. Klar, jederzeit. Sag Bescheid. Hey, Königin des Grillenzirpens. Was gibt's Neues? Max? Ich mach's mal mit Fragezeichen. Max, weil ich denke, es war mehr so dieses Hallo? Was ist los? Na, wie man sieht, das letzte Mal, dass sie sich gemeldet hat, 28.11., das ist ein ganzer Monat, ja, man kann sagen, 5 Wochen her. Das ist für eine beste Freundin, darf man so sagen, eine beschissene Leistung. So, das ist wahrscheinlich Speichern, das ist SMS, das sind die Personen. Okay, wie gesagt, die Charaktervorstellung, die erspare ich uns jetzt mal. Was ist das? Also, die Prescott-Stiftung, geehrte Mitglied des Hafenarbeiterverbandes von Arcadia Bay. Die Prescott-Stiftung, die vor kurzem die Arcadia Bay Marine Corporation als Teil eines
Insolvenzverfahrens erstanden hat, hat beschlossen, ihre Arbeitsstelle zusammen mit den Arbeitsstellen aller 307 Mitglieder ihrer Union zu eliminieren. Das ist aber nachlässig übersetzt. Liquidieren heißt natürlich eliminieren, ne? Aber ne? Außerdem liquidiert die Stiftung alle Fonds der ABMC, eingeschlossene Rentenkasse der Hafenarbeiter, die als Zahlung gegenüber Verbindlichkeiten belegt wurde. Beachten Sie, dass Ihr Arbeitsvertrag es Ihnen untersagt, jegliche Firmenpraktiken oder Arbeitsweisen angeschlossen der Details dieses Personalabbaus offenzulegen. Viel Glück. Freundlichen Grüßen von Passwords. Ja, das klingt wie ein Arsch. Das ist wahrscheinlich der betrunken hat, das andere entlassen hat. Schlaf gut, Kollege. Ja, gut zugegebenermaßen, da sieht was jünger aus für einen Hafenarbeiter zu sein. Ah, Menge. Verdammt, sind das viele Leute. Da werden wir uns wohl durchboxen müssen. Und los geht's. Ich würde mich verpissen. Hey, alles okay? Mir geht's gut. Entspann dich. Du bist in mir reingelaufen, weißt du noch? Ich glaube, bei solchen Typen funktioniert Meinungssagen besser. Verpiss dich, Mann. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Nein, geht mir auch am Arsch vorbei. Erzähl mir, wie gut das für dich läuft. Schlampe. Dann wohl keine Moshpit für mich. Egal. Neuer Dialog freigeschaltet. Okay. Tja. Ich könnte jetzt natürlich mal gucken. Treppe. Ich könnte nach oben gehen. Jetzt geht's auf einmal. Okay. Versuchen wir's. Ich meine, das ist ja leicht, oder? Und es ist ein Geländer da. Solange sie da nicht anfängt rumzuspringen, dürfte das jetzt kein großes Risiko sein. Yeah, ich hab's endlich geschafft. Ich kann's nicht glauben. Soweit zum Thema rumspringen. Space zum Verlassen stand da. Naja, man muss halt schon ein bisschen noch genießen, oder? Aber schlecht ist die Band ja nicht. Und außerdem finde ich, ist das ein guter Punkt. Ein wirklich guter Punkt. Um Space zu drücken. Oder Tab zu drücken. Du hast mein Bier verschüttet, Schlampe. Ein wirklich guter Punkt. Du solltest vorsichtiger sein, hier geht's ruppig zu. Mir gefällt dein Verhalten nicht. Ich würde sagen, wir gehen. Oh, wir sind noch nicht fertig. Ja, da haben wir auch mit gerechnet, dass wir nicht fertig sind. Tja, aber was soll ich sagen, wie das ja meistens so ist. Das ist nur eine Ladenoption, ich kann nicht speichern. Habe ich so ein bisschen gerade das Gefühl. Ah ne, man kann hier nur nachlesen, okay. Ich dachte, das wäre die Speicherfunktion. Aber da... Spiel fortsetzen, letzten Checkpoint neu laden, Spiel beenden. Tut mir leid, Leute. Aber für mich ist heute die Zeit rum. Wir gucken einfach beim nächsten Mal weiter, wie es weitergeht. Ich finde, das ist auch ein wunderschöner Cliffhanger
Was wird passieren? Wird sie ihm die Meinung sagen? Wird sie nochmal versuchen zu flüchten? Wird sie ihn beleidigen? Man weiß es nicht genau. Was wird jetzt passieren? Wird sie die Show weiter genießen können oder wird sie einfach nur ja, kräftig rausgeschmissen, weil er wahrscheinlich der Chef und der Veranstalter der ganzen Show und so weiter ist. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl. Er sagte so, weil du weißt überhaupt nicht, wer ich bin. Aber wir werden es erst beim nächsten Mal erfahren. Tut mir leid. Macht's gut, Leute. Ich wollte jetzt schon Schau mit V sagen, um Gottes Willen. Grüße an Gronkh an der Stelle. Schau mit V.